Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vintage Computer Unboxing. Heute geht es um dieses kleine Päckchen. Klein im Vergleich, ne? Das war wieder mal ein schöner Tausch zwischen einem Sammlerkollegen und mir. Er hat ein kleines Laptop bekommen, was ich nicht mehr brauche. Das hatte ich selber mal bekommen, aber ich wusste einfach nichts damit anzufangen. Und ich habe einfach im Gegenzug diesen wunderschönen Karton bekommen. Was befindet sich in diesem schönen Karton? Wenn alles klappt, auch wenn geklappt hat, sollte sich darin ein schöner Apple II GS befinden. Leider nur das Grundgerät, aber immerhin. Nebst einem externen Floppy-Laufwerk und dazu noch ein Apple II Monitor. So ein grünen Monitor, den man auf dem 2E oder auf dem 2 Plus oder Euro Plus verwenden konnte oder kann. Das wäre dann mein zweiter und somit könnte ich damit meinen 2E ausstatten. Ja, ich würde mal sagen, machen wir mal auf, schauen uns das alles mal an und schauen auch mal, in welchem Zustand sich die Sachen befinden. So. Ich gehe davon aus, dass das sehr gut verpackt ist. Zumindest fühlt sich der Karton so an. Und er wurde auch schon wohl für mehrere Transporte verwendet, was ich auch machen werde bei Gelegenheit. Doch, das ist ein sehr stabiler Karton und die Kleber sind auch ganz praktisch. Sieht zumindest so aus, als hat niemand den Karton geworfen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, stabiler Karton. Schauen wir mal. Im Moment sehe ich Papier. Ja, und da sehe ich noch was anderes. Apple II und Monitor. Sehr schön. Also, besser verpacken kann man das nicht. Das ist ja echt bombastisch fest. Super toll. Ich würde mal sagen, versuchen wir. Ja, das funktioniert. Ja, sehr schön. Wirklich gut. Oh, das ist ein interessantes Verpackungsmaterial. Sehr schön. Oh ja, das Zeug ist cool. Nicht schlecht. Und der schöne, kleine, leichte 2 GS. Nicht die Voss Edition, aber hey, das ist mein erster 2 GS. Sehr schön. Dann sollte ich noch irgendwo ein Floppy. Ja, 3,5 Zoll. Sehr schön. Und ich glaube, das war es. Genau, ist auch mehr als genug. Packen wir das mal alles wieder ein. Hier noch ein etwas neuerer Apple. iPad. Eine kleine Ablesehilfe, wenn es um technische Daten geht. So. Rüber damit. Ha, schön. Dann schauen wir mal zuerst das externe Floppy. Schön. Natürlicher Gilb. So wie sich das gehört. Das ist das Modell ASM 0106. Ich gehe mal davon aus, ein 800K Laufwerk. Schön. So. Teil 1. Dann nehmen wir uns den wunderschönen Monitor mal vor. Auch mit natürlichem Gilb. Sehr schön. Toll. Und das Tolle ist an diesen Apple-Monitoren, die konnte man kippen. Sehr toll. Das gab es eigentlich
auch kaum mir bekannten Monitoren aus dieser Zeit. Helligkeit haben wir hier. Kontrast ist, glaube ich, vorne. Die Bildeinstellung, sehr schön. Super. Und jetzt kommt das Interessanteste. Tada! 110 Volt. Oh, schön. Das heißt, erst einmal umbauen. Aber was haben wir hier? Die Standardanschlüsse. Sehr schön. Toll. Sehr toll. Ja, das hat sich doch richtig gelohnt. Schön. Einziger Nachteil ist jetzt, ich kann den Apple leider nicht testen. Wenn das an 110 Volt ist, das ist natürlich dann für den Moment zumindest unpraktisch. Zumindest steht es drauf, das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? Da haben wir den Monitoranschluss, Floppy-Anschluss, seriell, Modem, Audio, GS, genau, Apple 2 GS, G, Graphics, S für Sound, also Graphics and Sound. Das war einer der ersten Apple 2, hier kommt der Monitor dran, der eben Grafik und auch Sound wiedergeben konnte. Ja, machen wir den Kleinen doch mal auf. Dass der doch so klein ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der wäre ein bisschen größer, aber gut. Das soll mir recht sein. Wie macht man denn jetzt auf, ohne irgendwas kaputt zu machen? Muss hier diesen Knüppel hier und eigentlich da drüben reindrücken und dann kann man den Deckel abheben. Und so, jetzt habe ich das gerade gemacht und dann habe ich den Deckel wieder. So. Na, jetzt. So. Da haben wir das gute staubige Stück. Sehr schön aus. Sieht alles noch ganz gut aus. Memory Expansion, da haben wir Apple 2 GS. Sehr schön. Sieht eigentlich alles noch sehr angenehm aus, auch die ganzen Slots. Ja, gut, hier haben wir halt jetzt das Problem, dass das Netzteil leider eben ein 110 Volt. Das macht aber nichts. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder wir kriegen das Netzteil dazu, 220, 230 Volt zu verstehen. Schauen wir mal. Oder eben, wir müssen uns anders behelfen. So, und da haben wir den Rest. Sieht auch sehr gut aus. Vor allem die Zeitbombe sieht gut aus. Das erste, was abgezwickt wird. Bei Gelegenheit. In keinster Weise irgendeine Korrosion. Das ist ja interessant. Noch alles noch flach, nichts gewölbt. Sieht doch sehr gut aus. Herrlich. Ja, das heißt, bevor wir uns den grillen, werden wir da das Netzteil erstmal umbauen müssen.
Sehr schick. Oh, ein schönes Teil. Ja, die fühlt sich noch an wie neu. Keinerlei Korrosion, gar nichts. Nichtsdestotrotz kommt diese so schnell wie möglich raus. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Böses Netzteil. Böses Netzteil. Na, wie war das? Ah ja, so rum. Sehr schick. Gefällt mir. Das nenne ich doch mal benutzerfreundlich auf und zu machen. Toll. Ja, was wir testen können, ist aber höchstwahrscheinlich unser Apple II Monitor. Den werden wir mal... Hier war der Kontrast, genau. Einen leichten Schlag weg, aber das stört nicht, solange er funktioniert. Jetzt wollen wir nur hoffen, ein bisschen Staub, dass dieser hier, woran erkenne ich jetzt, ob der hier 230 oder, haha, das ist ja interessant. Oder 130 Volt hat. Oder 110. Ich meine, wir haben hier... Französisch und Englisch, aber... so richtig klar ist das nicht. Na gut, das kann man im schlimmsten Fall feststellen, wenn es knallt. Das wollen wir aber nicht. Ja, das heißt, diesen Test verschieben wir noch ein bisschen. Da haben wir die guten Stücke. Herrlich. Super, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ein neuer schöner Monitor. Apple II GS und das passende Laufwerk, sehr schön. Oh, ich glaube, diese wurden auch mit 5,25 Zoll betrieben. Ja, wenn das alles mal soweit komplett ist, dann entsprechend zu dem Apple II GS gibt es ein extra Video. Ja, aber das war's dann für heute. Das Vintage Computer Unboxing wird mit drei schönen Apple-Teilen beendet. Also bis bald. Tschüss.